Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play die Sims 3 mit mir, dem Hipster Thomas. Und ja, in der letzten Folge hatte Sherlock ja die Gesetzeshüterkarriere gestartet, da das ja sein großer Wunsch war, beziehungsweise meiner. Und in der letzten Folge haben wir ja damit beendet, dass er hier gelesen hat. Aber wozu braucht er noch das Lesen, wenn er Gesetzeshüter wird? Da braucht man keine Intelligenz, sondern da braucht man Muckis. Sagen wir es am besten so. Boah. Entschuldigung, ja, das war ein bisschen lol. So eine Scheiße, ey. Ich würde mal sagen, wir gehen direkt nach Hause, denn was soll er hier in der Bibliothek? Einen Abend verbringt man vor dem Fernseher und nicht damit Bücher zu lesen. Rauszoomen war so, genau, ja. So, nein, nicht dahin gehen, du willst nach Hause. Warte, hier war doch das Haus, ne? Mein Sim anzeigen, Kartenansicht. Hä, ach so. Ach, scheiße. Da. Mein Haus ansehen. Gut. Gucken wir uns mal seine Bedürfnisse an. Bedürfnisse, die waren da. Nein, da. So, er hat großen Hunger. Dann sollst du auch was essen gehen. Mal gucken, ob es heute was anderes gibt, außer Macaroni mit Käse, Abendessen. Ja, Macaroni mit Käse. Ja, vielleicht gehe ich ja mal irgendwann mit ihm einkaufen. Nein, ja, Buch ablegen. Das kannst du auch direkt mitnehmen. Kannst du dir klauen. Hihihi. dann gucken wir auch direkt mal, was wir für unsere Karriere brauchen. Also $40 die Stunde. Das finde ich schon richtig pornös. Denn in der deinem Krankenhaus, deiner Karriere, ich wurde sogar befördert und habe nur 25 die Stunde verdient. Und 40 ist dann schon richtig heavy. Und wenn ich dann noch befördert werde, das ist echt geil. Was braucht man denn? Was? Da braucht man auch Logik? Oh je, meine, ey. Zur Arbeit gehen. Ja, kann ich jetzt nicht machen. Startet in 13 Stunden. Ja, Mist. Ein Kumpel von mir hat gesagt, wenn man liest, steigert das sich automatisch die Logik. Man muss was Vernünftiges lesen und nicht, wo ist Bella? Denn das soll ja ein Kinderbuch sein, was ich nicht wusste. Also, ja, ich lese keine Kinderbücher, sondern nur Krimis. Und er wird sich jetzt wie immer Macaroni mit Käse machen. Zum dritten Mal hintereinander in seinem Leben. Fähigkeiten, Inventar, Gelegenheiten, Zufriedenheit, Lebenszeit, Bedürfnisse und Energie. Der muss wieder pennen, ey. Der Junge muss immer pennen. Sehr hungrig. Ja, es tut mir leid. Dann geh essen, Digga. Jetzt gehen wir in die erste Etage. Dann wirst du gleich duschen. Und dann wirst du schlafen gehen. Entspannen, Bett machen, schlafen. So. Und dann bist du auch bereit für den nächsten Tag und kannst direkt in der Gesetzeshüterkarriere befördert werden. Ach ja, in der letzten Folge hatte ich ja kleine Probleme mit der FPS-Zahl. Ja, das lag daran, dass ich FPS auf 60 eingestellt hatte und mein PC kriegt das ja nie geschissen, auf 60 FPS zu schalten. Und deswegen habe ich es heute auf 30 FPS geschaltet und es bleibt immer konstant bei 30. Das ist gut. Und jetzt, wo ich das gesagt habe, geht er unter 25. Ja, mein PC will mich auch mal trollen. Trollen, Biatsch. Entschuldigung. Ja, dusche schneller, Digga. Du willst schlafen. Warte, wann fängt die Karriere an? Ich meine, wann fängt um 9 Uhr? Ja, genau wie beim alten Beruf. Ja, komm, beeil dich. Ja, also, was ist mit dem Intro? Genau, Lukas, wenn du dieses Video sehen solltest, du guckst es dir sowieso an, du hast gesagt, du magst meine Sims Let's Plays, mach das verdammte Intro irgendwann fertig. Denn du hast ja Probleme irgendwie, das in eine Excel-Datei zu machen und mach's jetzt einfach, damit wir endlich ein Intro haben, denn der Anfang, der ist ein bisschen, ja, wie soll ich es am besten sagen? Scheiße. Vierfache Geschwindigkeit. Ich habe auch erfahren, wenn man hier verheiratet ist und die Frau dann betrügt, dass sie das herausfinden. Das finde ich richtig magic, ey. Ganz ehrlich, wie viel 600 habe ich erst? Ich will eine neue Tapete und einen neuen Boden, ey. Naja, die erste Etage geht eigentlich noch, wenn man jetzt ehrlich ist. Aber das Erdgeschoss, das sieht so scheiße aus, ey. Das sieht so aus wie so eine Holzhütte. Erinnert mich an Freitag der 13. Vierfache Geschwindigkeit. Was war das denn? Keine Ahnung. Wird unterhalten. Ach ja, der Kumpel, der mir das auch gesagt hat mit, was war's? Ah ja, mit der Logik. Der meinte auch, dass ihr mal Wünsche annehmen sollte. Lebenswunsch von Sherlock, Meister der Künste. Ja, der Lebenswunsch, der ist ja schon da. Wird unterhalten, blitzblank. Bedürfnisse, was hat er jetzt? Oh, Harndrang, ja natürlich. Benutzen.
Spaß geht, Energie wird hier gerade aufgeladen. Ja, der hat schon wieder Hunger, will er einen verarschen? Junge, Junge, der ist genauso wie ich, immer essen. Ja. Sim-Fenster lassen wir hier mal. Gute Mahlzeit, lecker. Das schmeckt. Diese Mahlzeit hat Sherlock viel besser geschmeckt als die übliche Verpflegung. Ja, weil er auch immer dasselbe isst. Also. Das ist die Sims-Logik. Das ist echt die Sims-Logik. Man kann ja auch welche trinken, indem man einfach die Leiter entfernt. Wo ist da der Sinn? Man kann einfach über den Beckenrand raussteigen, aber nein, darauf kommen die hier ja nicht. Kommen. Entschuldigung. Das musste einfach sein. Ja. Gleich wird der Sherlock abgeholt. Wann ist er ausgeschlafen? Aufstehen, okay, das ist gut. Du gehst jetzt gleich pissen. Und dann sozial, das geht eigentlich. Harndrang. Ja, Spaß braucht der Junge wieder. Wieso brauchst du Spaß? Du musst Geld nach Hause bringen und dann kannst du dir Spaß erlauben. Ich habe mir vorgenommen, nicht zu cheaten. Okay, er will seine Ruhe runter. Ja, es gibt ja einen Geldsheet, der heißt Motherload. Wenn man den eingibt, ich weiß noch nicht mal, wo man den eingibt, erhält man ja Geld. Und den Sheet will ich aber nicht benutzen. Denn ich will mir alles... Wo bleibt der Spielspaß, wenn man sich alles ersheetet? Ja, eine Person wird sich gerade bestimmt angesprochen fühlen, wenn ich das sage. Lukas! Ja. Jetzt schau fern... Na, Mann, ey, du wirst abgeholt, Digga. Ja, und er hat schon wieder Hunger. Was ist das denn jetzt? Wieso? Dreckige Umgebung, hä? Wieso dreckig? Will er einen verarschen? Hä, der will doch einen verarschen. Wo soll es dreckig sein? Kann mir das jemand sagen? Ja, super. Hä? Wo? Ja, komm, nur weil dein Bett nicht gemacht ist oder was? Dreckige Umgebung. Wo soll es denn hier dreckig sein? Kannst du mir das mal sagen? Die Hütte sieht aus wie immer. Das ist die Sims-Logik. Okay, jetzt geht der Sherlock seinen allerersten Tag in der Gesetzeshüterkarriere arbeiten. Und mal gucken, ob er befördert wird. Ich denke nicht, aber das wäre schön. Das wäre echt schön. Bis Feierabend arbeiten. Ja, klar. Wie sollte er vorher gehen? Mein Sim anzeigen. Und da ist auch schon das Polizeirevier. Und statt den normalen Weg zu gehen, geht er außenrum über den Rasen. Also, ich weiß nicht. Mein Sim ist ja schon intelligent. Wie sollen dann die anderen Sims sein? Vierfache Geschwindigkeit, Mann. Keiner will sich zusehen, wie er arbeitet. Ich habe auch gehört, mit der Erweiterung Traumberuf kann man selber die Karriere, also die Arbeit spielen. Das wäre geil, wenn man so detektiv ist und Mordfälle lösen würde. Oder was anderes. In der Sims-Welt wahrscheinlich wurde eine Katze entführt oder sowas. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Ja. Ist er hier auf der Arbeit? Ich hoffe. Wieso hält die vierfache Geschwindigkeit nicht? Ich verstehe es nicht. Sehr hohe Geschwindigkeit durch aktuelle Aktion. 4, 3, 4, 2, normal, Pause. Ist der nicht auf der Arbeit, Digga? Hungrig. Ja, ist ein kleines bisschen hungrig. Ja, ich kann doch nichts dafür. Nicht mehr lange, dann kannst du seinen Magen knurren hören. Ja, jetzt hat er gegessen. Das hat er gut gemacht. Spaß. Das müssten wir mal wieder ändern. Also, ja, ich kann mir aber nichts leisten. Also geh arbeiten, Mann. Oder wir geben mal Motherload ein. Das wäre auch eine Option, aber ich halte nichts von der Option. Oder nur einmal, um das Haus ein bisschen zu verbessern. Ich weiß es nicht. Ich will nicht cheaten, ich will auf gar keinen Fall cheaten. Auch wenn es sehr verlockend ist, direkt so mal 20.000 zu bekommen. Denn dann könnten wir uns schon richtige Premium-Sachen holen. Ah, bald ist ja Sherlocks Wochenende, das wird geil. Dann wird das mal Party hart gemacht in meiner Gammelbude. Ackern bis spät in die Nacht. Die Fälle häufen sich und der Papierkram bleibt ständig liegen. Dein Chef möchte, dass du Überstunden machst, um den Papierberg abzuarbeiten. Es wird ein langer Abend werden, aber zur Belohnung kassierst du Pluspunkte bei deinem Chef. Ach, Mann, wieso machst du denn Überstunden, ey? Gehen wir mal kurz nach Hause. Und wenn er zu Hause ist, wird als erstes... Oh, Mann. Hygiene wird er... ich würde sagen, als erstes was essen. Wahrscheinlich wieder Macaroni mit Käse. Zum vierten Mal hintereinander.
Nee, man kann sogar Mittag. Hä, wieso kostet das dann Geld? Das Abendessen war immer umsonst und der Scheiß jetzt? Was ist das jetzt? Angespannt. Sherlock könnte ein paar Stunden Spaß vertragen um den Stress. Ja. Fernsehen. Das wirst du als erstes machen. Dann wirst du Macaroni mit Käse machen für 8 Dollar. Was für völlig übertrieben ist. Sein Blick zieht es euch rein. Sherlock hat sein Tageswerk vollbracht. Sherlock war heute 3 Tassen Kaffee und 2 Schokoriegel später hast du zusammen mit dem Chef den gesamten Papierkram erledigt. Du hast hervorragende Polizeiarbeit geleistet und dein Chef ist dir unendlich dankbar. Ja, dann befördere mich, Digga. Über 20.000 besitzen. Nehmen wir das an. Rechtsklick war das, oder? Ach, scheiße. Linksklick. Rechtsklick war im Entfernen. Energie. Du wirst halt erst Spaß machen, dann wirst du das machen, dann wirst du so auf Klo gehen. Nee, der Harndrang hat ja nichts. Dann wirst du hier duschen. Dann wirst du auf Klo gehen. Und dann wirst du pennen gehen. Schlafen. Jetzt gehen wir in die untere Etage und spulen ein bisschen vor. Hoffentlich. Boah, der Spaß steigt ja kaum, ey. Was zieht er sich da wieder für eine beschissene Sendung rein? Ich will es gar nicht wissen. In die Sims 2 konnte man ja auch irgendwie so Horrorfilme gucken oder so. Das konnte man da auch auswählen. Aber ob das hier geht? Umschalten auf Sportuniversum, romantische Rendezvous. Rendezvous? Sportuniversum. Wieso schaltet er nicht um? Na, ist mir auch egal. Solange er Spaß hat. Jetzt gehen wir mal. Ich will Maserlaut wirklich nicht benutzen. Ich will ihm aber so eine Kaffeemaschine gönnen, damit er nicht 1000 Stunden am Tag schlafen muss. So eine Kaffeemaschine kostet wie viel? Gehen wir mal in den Kaufmodus. Küche ist das, ne? Küche, genau. Herde, Theken, Mülleimer, Telefone, kleine Geräte, Alarmanlagen, Lampen. Nach Funktion sortieren. Nein, nein. Ah, ja. Geräte. Ja, sowas brauche ich nicht. Ich brauche Elektronik, Schränke, Herde, Theken, Schränke. Da, kleine Geräte. Das ist eine Kaffeemaschine? Nein, oder? Ah, oh, das ist die Nanowelle. Brauche ich doch nicht, Mann. Gehen wir in den Live-Modus. Ich glaube, ich muss ein bisschen offline spielen. Ah, Kochen hat er aktuell das Level 1. Das ist gut, aber er will ja kein Koch werden. Ich hoffe, dass du kein Koch werden willst, also. Weiter, mach das weg. Okay. Ist dein Spaß wenigstens ein bisschen gestiegen? Ja, ich habe das Gefühl, dass ich ein bisschen offline spielen muss, um mehr Geld zu verdienen, denn das macht ja keinen Spaß, einfach nur zu sehen, wie er so in der Woche arbeitet. Aber ich schätze mal, dass ich in der nächsten Folge Party Hard machen kann, denn dann hat er Wochenende. Oh yes. Simologie, ja, da wollte ich nicht drauf. Alter, der zieht sich schon seit 4 Stunden einfach nur mit Fernsehen rein. Ja, du kannst aufhören. Du hast genug Spaß. Ja, du bist müde, dann geh. Ja, geh, Digga. Schläfrig. Dann bring Sherlock schnell ins Bett. Okay. Geh pennen, Digga. Aber danach gehst du duschen. Dann gehst du aufs Klo. Säubern. Bah, Alter. Dann benutzt. Nein, warte. Nein, nein. Erst benutzen und dann säubern. Und dann wirst du dir was zu essen machen. Abendessen, Abend servieren, öffnen. Abendessen. Macaroni mit Käse. Weißt du, bei ihm kommt es auch bald raus. Der ist jetzt am Pennen, ne? Ja, machen wir vierfache Geschwindigkeit. Okay, die heutige Folge geht schon 14 Minuten. Ich würde auch sagen, ich würde die heutige Folge damit beenden. In der nächsten Folge würdet ihr sehen, wie Sherlock Party Hard macht. Also, schaltet beim nächsten Mal rein. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst ruhig einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Über Verbesserungsvorschläge in den Kommentaren würde ich mich wie immer auch sehr gerne freuen. Über positives Feedback. Ich freue mich immer. Ja, ich wiederhole mich einfach nur 1000 Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.